Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1404. Und wenn ich es jedes Mal sagen möchte, denke ich immer daran, du könntest jetzt auch 1800 sagen. Aber das wird bald der Fall sein. 1800 ist auch nicht mehr weit. Und dann können wir das schreiben. Nicht schreiben. Spielen. Gibt sich. Nee, das sieht nicht gut. Das sieht nicht aus. Was sagt denn unser Brot und Bier? Oh, Lederwämser melden sich gerade. Von denen haben wir leider keine mehr. Haben wir denn noch? Ja, pass mal auf, dann werde ich jetzt ganz schnell. Ich wollte sagen, ganz schnell. Ich meine aber was anderes. Eine Sekunde. Oder geht sich das nicht aus, weil jetzt der. Ah, ne, doch. Das lag dann doch am. Interessant. Also, wir haben jetzt erstmal hier eine dritte Gerberei. Müsste die dritte sein, ne? Ja, ich glaube schon. Die müssen wir natürlich auch noch ausbauen. Die Produktion von unseren Lederwämsern. Habe ich jetzt leider auch nicht so richtig drauf geachtet. Wir haben hier aber auch noch ein paar Baustoffe übrig. Ich habe hier vier. Ja, das heißt, ich könnte auch hier mehr. Wo ist denn das? Ach, hier. Hier auch wieder die. Ach, das sind sogar meine, nicht die von Baronessa. So, einmal hier. Eins, ein, das passt nicht. Krieg ich das echt nicht noch hier irgendwie reingequetscht? Vier Stück. Eins. Nein, das passt nicht. Nee. So vielleicht. Eins. Zwei. Nee. Wir werden uns irgendwo schon. Wir werden schon woanders Platz finden. Zum Beispiel. Och, was ist das denn? Boah. Kann man ja überall nichts bauen. Das sieht auch nicht gut aus, wie ich das jetzt hier platziert habe. Aber was die Autoplatzierung kann, kann ich schon lange. Und sogar noch besser. Mit vier Feldern. Das heißt also jetzt, wir haben erstmal für unsere drei Gerbereien Tierhäute. Gut. Gut. Ja, das hier sieht echt noch ein bisschen kahl aus. Und da werde ich schon mal direkt die Holzfällerhütte abreißen. Und das möchte ich jetzt ganz gerne noch schließen hier. Und zwar machen wir das wie folgt. Zuerst einmal muss hier noch ein Markthaus irgendwie rein. So. Und von dem werden wir uns jetzt so ein bisschen hier den Hafen hangeln und hier muss eine Hafenmeisterei hin. Das sieht so nicht gut aus, so sieht es schon besser aus. Dann ziehen wir das einmal so durch. Gut. Dann bauen wir hier nochmal Wohnhäuser. Und hier könnte man sich echt nochmal dazu entscheiden. Nein! Dann muss die Straße leider weg. Und stattdessen so irgendwie anknüpfen. Das heißt, wir haben jetzt hier dann so auf unserer, ja, doch schon langen, langen Verbindungsstraße einen ganz netten. So eine ganz nette, ja, Häuser-Silhouette. Gut.
Zeit so ein bisschen zu verschönern. Gaukler-Trupp hier. Na, ich weiß ja nicht. Boah, so ein Maibaum, der muss hier hinten noch irgendwo hin. Wo die Leute schön feiern können. Hinter die Kanonengießerei? Warum denn nicht, ne? Nee, wir bauen den irgendwo. Ach doch, wow. So. Haben wir eigentlich den Erfolg schon, dass wir jedes... Ich vermute mal schon, ne? Es gibt, glaube ich, den Erfolg, dass man jedes Zielobjekt einmal bauen muss. Aber ich glaube, das haben wir schon. Stadtluft. Nee, das nicht. Oh, oh. Wo das denn schon wieder? Hat er sich wieder vorbeigeschlichen? Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Zum Glück habe ich da was einiger. Oh. Gut, er speichert wieder. Spiel gespeichert. Autsch, ja, das wird nicht lebend rauskommen. Nope. Und ich sehe hier oben schon das nächste. Okay, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass wir bei gegebener Zeit auch mehr Adlige einziehen lassen. Ach, dieser Stein hier, der ist auch ein Witz. Naja, was soll's. Also ich glaube hier, das sieht ein bisschen besser aus. Ups. Wenn die Kapelle da noch einen Sandweg dran hat. Dankeschön. Und hier kommt schon das nächste. Okay. Was kommt hier hin? Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, so ein Ding auch irgendwo hinzusetzen. Aber das weiß ich nicht. Ich mag das eigentlich nicht. Optisch jetzt gesehen. Man könnte natürlich so einen kleinen... sowas Kleines bauen. Zum Beispiel... Nee, eine Vogtei. Ich hätte halt schon Lust, diese Torbögen und so hier zu bauen. Sowas. Aber ich glaube, wir haben einfach keinen Platz auf dieser Insel. Das sieht leider überhaupt nicht gut aus. Oh, wir können die Häuser hier aufsteigen. Oder auch nicht. Tja, also irgendwie würde ich das hier ganz gern so ein bisschen... ausschmücken. Und hier können eigentlich noch mehr Häuser rein. So. Ja, und diesen Wald hier, so ein bisschen... bisschen Natur kann man ja auch noch unseren Einwohnern lassen. Oh, habe ich jetzt gerade einen perfekten... Nein, ich habe keinen Mittelpunkt. Na gut, die Statue selbst hat auch keinen Mittelpunkt. So ein Orgelspieler hier... Ja, wir können hier so einen Festivalplatz machen. Festivalplatz im Mittelalter. Na, ich weiß ja nicht, ob das bei denen so gut ankommt. Ach, bestimmt, oder? Einer hier. Und davor dann schön ein Piazza. Nur die Frage ist, wie ausgerichtet? Ich glaube sogar so. Also einmal so. Und wo ist mein... So sieht besser aus, weil dann diese Dinger hier abgeschlossen sind. Wobei, jetzt könnte ich sogar... Nee. Ach, das hätten sie auch schöner machen können. Dass diese... Muster im Boden auch abschließen, wenn man genug quasi baut. Tja. Dann würde ich da noch ein bisschen... Abwechslung reinbringen.
So. Ah, die spielen sogar fast synchron. Da gibt es auch ein paar lustige Easter Eggs. Der fängt hier gleich an, den Moonwalk zu machen. Vielleicht sehen wir das gleich. Das ist mir aufgefallen, als ich für meinen Twitch Overlay, sag ich mal, bevor der Stream startet, das mal abgefilmt habe. Der macht hier gleich den Moonwalk schön vor der Orgel. Hat mich doch sehr amüsiert. So ein bisschen Banner hier. Boah, ich weiß nicht. Es gibt ja hier einmal so ganz große, aber diese, finde ich, sehen nicht aus. Ach, kann man, glaube ich, einfach machen. So. Blumen? Nein. Nein. Keine Blumen. Das auch nicht. Uff. Ja, die Löwen hier, die wären natürlich cool. Also, ihr Banner müsst leider weg. Und dann kommt hier noch einmal das so. Ja. Kann man eigentlich so stehen lassen. Fürs Erste. Vielleicht haben wir irgendwann nochmal ein bisschen was Besseres. Okay. Was machen wir als Nächstes? Häuser upgraden, oder? Wäre ich dafür. Und schon wieder alles voll. Leute, zieht doch in meine Stadt. Wie viele Adlige haben wir eigentlich? Boah, nee, es ist echt... Die Zahl wächst leider nicht so schnell, wie ich es mir hoffe. Zwei Häuser können mehr einziehen. Wir müssen uns echt überlegen. Ich glaube, die Holzfäller nehme ich auch gleich weg und dann kommen da auch Häuser hin. Weil so möchte ich das eigentlich erstmal nicht stehen lassen. Bei der Einwohnerzahl. Also Holzfäller. Ohne eure Hilfe kann ihr habt mir nicht erfüllen. Ganz, ganz toll geholfen, aber nichts hält ewig und deswegen kommen sie weg. Versenken sie das flüchtende Schiff. Nehme ich an, der wird bestimmt, oder das Schiff wird bestimmt wieder hier durch meine Gewässer durchfahren. Der schwarze Tod breitet sich aus. Ha! Die hat auch echt einen an der Waffe. Bei uns noch kein einziges Mal, bei ihr schon dreimal, glaube ich. So. Wir haben halt hier nur so ein bisschen... Natürlich kann sich sowas auch zu der großen Pest entwickeln, aber weil wir halt überall unsere tollen Ärzte haben, ist das einfach überhaupt kein Problem. Ein Grund mehr, sich für unsere Stadt zu entscheiden, liebe Anno-Bewohner. Nicht zum Kardinal, nicht zur Baronessa, schön nach Goldfort. Der Name hält, was er sagt. Nein, hält, was er verspricht. Ja, irgendwie so. So, jetzt haben wir Kanonen voll. Tja, was machen wir da? Bäume pflanzen, würde ich sagen. Kam unerwartet, ich weiß, aber... kann man hier so ein bisschen was machen, ne? Ach, Tannen. Nein, keine Tannen. So. Du kommst wieder weg. Und das ist mir hier auch keine Vielfalt. Nein, Tannen auch nicht. Mann, haben die viele Bäume. Viele Bäume hier extra nur dafür zusammengestellt. Schon heftig. Gut, ja, Brot, also das können wir jetzt verkaufen. Bei Brot sehe ich tatsächlich, wir haben da so eine, au, warte mal. Kann es jetzt doch daran liegen, dass wir zu wenig Marktkarren haben? Nö. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass
Wir einfach so. Oh, Fisch, 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 Fisch. In ihrer Stadt treibt ein Feind. Oh, und da ist der Schere. Da kommt's ja. Nee. Oh, es ist schon hier unten. Okay. Und da sehe ich. Nee, es ist der Kardinal mit seinem Schiff. Ah, nee, das ist die Handelsflotte. Okay. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Mein Gott, ey. Tja, der Kardinal weiß sich immerhin etwas zu helfen. Einer ihrer Betriebe stellt keine. Ihr werdet euch gedulden müssen, bis die nötigen Voraussetzungen gegeben sind. Wäre auch schon zu schön, wenn der Radius bis nach hier hinten ginge. Okay, also die Fischer, die möchte ich hier nicht hinhaben. Da werde ich mir einen anderen Strand suchen. Zum Beispiel hier oben. Dann aber auch ein bisschen verteilt. So. Irgendwie so kriegen wir das alles schon hin. Das lasse ich natürlich auch aufsteigen. Gut. Dann werde ich einmal den hier machen. Dich abreißen. Und einen weiteren Marktplatz hier hinsetzen. Eine Rohstoffquelle ist bald versiegt. Nein, nicht schon wieder. Oha, wir haben auch gleich kein Geld mehr. Auf die sind wir anscheinend beide angewiesen. Ach ne, wir haben hier. Hätte ich mir das Geld auch sparen können. Denn so eine Bärenhöhle, die ist ja deutlich günstiger, als das alles wieder aufzufüllen. Ich überprüfe jetzt nochmal schnell, ob wir unser Bier einhalten konnten. Neun. Ne, eins habe ich vergessen. Ein Klostergarten und eine Brauerei fehlen mir da. Ach, wobei. Neun. Ach, nee, komm, wir machen 10. Habe ich gesagt, also machen wir das. So zum Beispiel. Nein, und das passt nicht. Gut, und dann kommt hier noch einmal die Brauerei. Die Brauerei, die Brauerei. Und hier spendiere ich auch sogar eine Kapelle. Ja, ja, da können sich die Bauern freuen. Und ich kann mich freuen, weil wir dann mehr Bauern haben, die aufstiegsbereit sind. Und hier kommt wieder. Wo ist denn das jetzt? Ich hatte. Ihre Wasservorräte werden knapp. Nee, Bauern fertig. Wasser? Auch Wasser noch. Na gut, wir haben auch gerade wenig Einnahmen. Vielleicht kommt das daher, dass wir gerade eine kleine Brot- und Bierüberproduktion haben. Aber auch nur vielleicht. Gut, dann haben wir jetzt hier wieder ein paar Wohnhäuser, die wir. Achtung, Salam aleikum. Zack, so. 2 Stunden schon wieder um. Na sowas. Ach, und jetzt kommt das auch noch. Ja, dann werde ich heute mal pünktlich Schluss machen. Mit dem Speicherproblem ist nicht zu spaßen. Können wir hier nochmal ein bisschen was aufsteigen lassen. Und das alles hier so ein bisschen freier platzieren. Der Dorfbrunnen darf auch nicht fehlen. Zu jedem Marktplatz gehört auch ein Brunnen. Na gut, der ist eigentlich schon auf dem Marktplatz, okay. Gebe ich zu. Hätte man wissen können oder sehen können. Könnt ihr nicht ein paar armen Seelen Obdach gewähren, ne? Boah, 25, da fliegt ihr aber nochmal raus. Also um eure nächsten. Da brauche ich das Geld dann doch eher als euch. Die Bettler, die können wir
Ey, sag mal, wie ist denn das Schiff da jetzt hochgekommen? Oh, und vor allem, oh, jetzt habe ich sein Schiff verpasst. Neue Gebäude stehen zum Bau bereit. Und wir haben irgendwas freigeschaltet. Brillen. 2400? Ne, 200. Okay. Ja, dann schicke ich die jetzt mal hoch und dann werde ich jetzt auch abspeichern. Und auf... Ja. Ah ne, vorher werden wir noch... Na, wie viele können wir? 3 Stück noch, dann nehmen wir die 3. Dann haben wir schon mal hier unsere... Ja, ich glaube, die Stadt wird ganz okay. Also hier unten... haben wir ja noch massig Patrizierhäuser, die wir aufsteigen lassen können. Jetzt müssen wir natürlich erstmal sehen, dass wir dann auch Brillen produzieren. Aber ich sehe schon hier, wir haben Kohle und Kupfer. Also hier können wir auch... Quarz haben wir nicht. Aber bestimmt auf einer... Hier sehe ich schon 2 Stück. 2 und 3 sogar. Die Insel könnte man dann vielleicht auch noch besiedeln. Ja, aber das werden wir dann alles in der nächsten Folge sehen. Bis dahin bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.